Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity. Endlich ist es da, endlich liegt es in meiner Konsole und ich kann es gleich mit euch anzocken. Und ja, dieses Spiel ist das meisterwartete Spiel von mir. Das größte Spiel des Jahres wahrscheinlich auch für mich. Und ich freue mich wirklich so extrem auf dieses Spiel. Ich habe viele Videos schon dazu gemacht. Meine Abonnenten wissen Bescheid. Hier seid ihr an der richtigen Adresse, wenn ihr Bock habt auf die Story, Nebenmission, Koop. Wir werden alles machen. Und ja, ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet. Lasst ein bisschen Feedback da, Kommentare, Bewertung. Watch Dogs ging richtig gut ab dieses Jahr. 5000 Likes, der erste Part. Vielleicht könnt ihr den knacken, den Rekord. Wer weiß, es bleibt euch überlassen. Aber ich will gar nicht weiter rumquatschen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr den Part zu Ende geschaut habt, dass ihr mal euren ersten Eindruck in die Kommentare schreibt, was ihr vom Spiel so haltet. Und ja, wie gesagt, es geht endlich los. Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix, wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Okay, was zur Hölle ist das denn? Ist das der richtige Anfang, Leute? Ich bin total verwirrt. Ist das Alter ihr? Ezio? Ach du Scheiße. Okay. Ich würde sagen, fangen wir mal da oben an mit der Tragödie. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen. Ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit! König Philipp geht schneller vor als erwartet. Es sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Leute, ich bin komplett verwirrt. Ich bin komplett verwirrt. Wir erleben den Das ist ein komischer Anfang. Doch halt ihr euch, retten wir den Orden. Was muss ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Hut. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Geht! Alles klar.
Soll ich mich boxen mit euch oder soll ich einfach... Ich renne einfach mal. Was ein komischer Anfang. Ich muss irgendwie hinein. Also Ubisoft hat es diesmal mit dem Thema Templer, oder? Wir fangen direkt mal hier Assassin's Creed Unity auch mit dem Templer an. Und... Wow. Es sieht verdammt geil aus. Es sieht wirklich verdammt geil aus, das Spiel. Also, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin verwirrt. Ich hätte niemals gerechnet, dass das Spiel so anfängt. Auch vor allem mit dem Ausblick, wen wir da alles spielen können. Edward, Ezio und so weiter. So, ich glaube, ich muss hier runter. Ich weiß gar nicht, wo ich hinspringe. Ich tue es einfach mal. Wo ist der Assassine? Da ist er. Komm schon, komm schon. Alles klar, jetzt wird uns das neue Kampfsystem beigebracht. Also von den Animationen her und von dem Kampf her erinnert mich das direkt mal an The Witcher. Komm her. Was zur Hölle? Verdammte Blendbombe. Hinterher, schnell. Ich weiß gar nicht, wie wir heißen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Molay war ja der Typ, dem wir gefolgt sind. Wir sind sein Berater, das habe ich schon verstanden. Ja, das sieht übel aus wie bei Witcher. Was nichts Schlechtes ist. The Witcher ist ein hammer Spiel. Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Die
gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay, ich habe ein Bild. Hallo, du bist bestimmt verwirrt, also mache ich's kurz. Ich bin Bishop, nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen, Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Arno? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Okay, Leute. Alles klar. Also, man sieht... Na, wir stehen doch schon. Das wird wahrscheinlich Elise sein, oder? Leute, ich muss hier an dieser Stelle erstmal eine Pause machen. Schreibt mir gerne mal echt eure Eindrücke vom Anfang in den Kommentaren. Ich bin komplett verwirrt. Wir spielen jetzt endlich Arno. Und wie ich schon in den vorigen Videos bei meinen Previews gesagt habe, fangen wir in Versailles an und im Laufe des Spiels kommen wir dann nach Paris und das werden wir dann in den nächsten Parts erleben. Leute, wie gesagt, gerne mal euren Eindruck in die Kommentare schreiben und wie gesagt, ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Let's Play richtig tatkräftig unterstützen würdet mit Bewertungen. Durchgehen natürlich, wenn ihr Bock habt und wenn es euch natürlich gefällt, ist ja logisch. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, haut rein. Und danke fürs Zusehen. Ciao.